Magst du dich in deinen Worten kurz vorstellen? Ich bin der Amer Al-Bashar. Dein Mann war oder ist Muslim. Ich betreibe Podcast seit Ende Mai. Und du sprichst auch offensichtlich Deutsch. Sehr viele Menschen kennen noch Podcast gar nicht. Du bist in Syrien gelandet, weil du fliehen musstest. Radio im Internet. So. Amer interviewt Menschen, mal auf Deutsch, mal auf Arabisch. Jede Woche eine Folge. Dabei ist Amer eigentlich Fitnesstrainer. Vor 6 Jahren flüchtet er aus Syrien nach Deutschland. Seit 2 Jahren wohnt er in Duisburg. 2020 will er gerade als Personal Trainer durchstarten, doch Corona macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Hab dann angefangen, in dem ersten Lockdown mich mit der Frage zu beschäftigen, was soll ich jetzt machen? Ich sitze da auf dem Sofa so rum, mach gar nichts und und ich bin ganz anders gewohnt. Ich bin die ganze Zeit in Bewegung, stur immer etwas. Und da habe ich mich einfach nur zu Tode gelangweilt. Dann habe ich gesagt, du sollst irgendwas auf diese Situation machen. Die Interviewpartner erzählen hier ihre Geschichte. Amer erfährt aus den Gesprächen viel über Deutschland, zum Beispiel über die Gedenkaktion der Stolpersteine. Heute interviewt er eine der Organisatorinnen. Damals, als ich nach Deutschland kam und auch über so einen Stolperstein gestolpert bin, habe ich mich gefragt, wieso knallt man so einen goldenen Stein in den Boden rein? Ich konnte es erstmal nicht so richtig verstehen. Und dann mit der Zeit habe ich dann verstanden, weswegen man das macht. Und das ist einfach ein Gedanke an jemanden, der da mal gelebt hat und tatsächlich nicht mehr leben konnte, dürfte oder fliehen musste und so weiter. Wo geht's jetzt hin? Ja, wir fahren jetzt zum Büro. Wir machen jetzt Podcast. Let's go! Ich bin's, der alles macht. Ich organisiere die Termine, ich organisiere alles, was an zum Beispiel Themen kommen. Ich gehe in Kontakt mit den jeweiligen Gesprächspartnern. Und dann danach die Interviews mit denen führe ich und ja, alles was das Ganze betrifft, mache ich alles alleine. Also die Menschen haben hier gelebt, das waren unsere Nachbarn, es war nicht irgendwer anonym. Amer spricht über alle Themen, Politik, Religion oder sexuelle Orientierung. Mit seinem Podcast will er 2 Kulturen zusammenbringen und neue Blickwinkel auf das Leben in Deutschland ermöglichen, auf Deutsch und Arabisch. Sowas in der Art. Und wie ich das gestalte und die 2 Sprachen und so, macht keiner in Deutschland. Mein Traum, mein Ziel ist tatsächlich, das hier, was ich jetzt mache, auch vielleicht irgendwann, vielleicht hoffentlich bald, auch als wirklich mein Beruf zu machen.